Genau, ich bin ja noch die Antwort schuldig, warum wir das jetzt alles machen, ja. Und die Sache ist einfach, wenn man mal in den Weltklimabericht reinschaut, dann steht ja ganz oben das CO2, ja, das wissen alle, das macht die Erde wärmer und ist ganz schlimm. Und ganz unten stehen die Aerosole, ja, die stehen aber nicht ganz unten, weil sie so unwichtig sind, sondern weil man einfach nicht genau versteht, was sie jetzt in der Atmosphäre so machen, ja. Weil die Aerosole haben zwei Wirkungen. Zum einen, wenn wir uns so einen dichten Teppich aus Wüstensand oder so, Wüstenstaub in der Atmosphäre vorstellen, dann hält er zunächst mal das Sonnenlicht ab, auf unsere Erde zu kommen. Das ist gut, weil dann wird es nicht so warm. Der zweite Effekt, der aber auch super wichtig ist, ist, dass, wie ich ja schon erklärt habe, die Aerosole in die Wolkenbildung so ein bisschen reinpfuschen. Ja? Und genau deswegen wollen wir uns das ein bisschen genauer angucken. Und warum eigentlich Germany's Next Topmodel? Naja, es ist eigentlich so, es gibt das Casting, es gibt die Challenge und es gibt das Foto oder nicht. Ja? Also es ist eigentlich genauso. Ich werde das jetzt mal ein bisschen erklären, das hört sich vielleicht etwas abstrus an. Ja? Zuerst mal das Casting. Ja? Im Casting fliegen erstmal alle Fetten raus. Ja? Das ist einfach so. Das muss einfach so sein, ja, weil die ganz großen Teilchen, die größer als ein Tausendstel Millimeter sind oder so, die können sich ja gar nicht in der Atmosphäre halten. Deswegen ist das schon so richtig, dass wir halt nur die leichten Aerosole uns angucken in unserer Wolkenkammer. Dann, die Challenge besteht daraus, dass wir jedes Aerosol fragen, wie viel Eis kannst du eigentlich machen, ja? Und dann haben wir natürlich das kleine Problem, ja, dass wir diese Dose haben und da ist jetzt überall irgendwie Eis drin, ja, und das wollen wir zählen. Um das zu zählen, schießen wir mit dem Laser drauf, ja, und gucken uns das Licht an, was dann zurückkommt. Und das Coole ist, wenn man mit dem Laser drauf schießt, dann sieht man nicht so ein normales Foto oder so, ja, sondern man sieht ein Foto, das einem Aufschluss gibt auf die Struktur des Objektes. Das heißt, wir sehen Tropfen oder Eiskristall, ja, man sieht so dieses Sechseckige hier. Und da können wir genau zählen, wie viel Eis jedes Aerosol macht und können dann den Sieger sozusagen ermitteln. Und wenn uns dann noch interessiert, warum das jetzt eigentlich so ist, nachdem wir den Sieger ermittelt haben, können wir noch unter das Elektronenmikroskop schauen und uns schauen, wie sieht das Teil eigentlich aus. Und dann ist es genau so, dass wir sagen können, okay, du gehörst eher zu unserem Lieblingsaerosol oder du gehörst eher in die Flop-Kiste. Und dann heißt es entweder, ja, du kriegst ein Foto heute von mir, huf, so rum, oder nein, du fliegst raus. Foto bedeutet dann, ja, du bist wichtig für die atmosphärischen Prozesse und wir machen ein Paper aus dir. Dankeschön. Ja.